Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Outlast. Buh, es ist schon ein harter Brocken, glaube ich, würde ich mal sagen. Aber ich behalte immer im Hinterkopf, es ist nur ein Spiel. Manchmal hilft's, manchmal nicht. Wir haben hier einen Ordner, den werden wir uns gleich schnappen. Und ich duck mich gleich wieder, den werden wir gleich lesen. Dokumente waren das, ne? Vollziehungsbefehl, aha. Murkoff Corporation, Abteilung Vereinigte Staaten, Vollziehungsbefehl, Fallnummer, was? 29475-8104. So, betreffend den Zugriff auf, dieser Psychoanstalt hier, ne? An dem Ort, genau, Wildrance, Mount Massive Wildrance Area, Country Road 112. Eidesstaatliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security MHS geliefert, die Grund zufolge folgender Annahme hat: katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstaatliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Hat man ja gesehen, was daraus geworden ist. Ja, durch die Entgegennahme dieses Dokumentes verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder ihrer Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Ja. Okay. Es könnte mal wieder speichern. Ist jetzt da vorne das Ziel? Schnauft so laut. Kein Wunder, dass wir entdeckt werden. Kannst du um die Ecke schauen? Ja, jetzt bringt es auch nicht mehr. Von wo sind wir eigentlich? Da drüben waren wir. Waren wir da drüben schon? Ist es schlau, darüber zu gehen? Ein Keller! Ein Keller, wie schön! Du kannst nach hinten schauen, indem du im Laufen Que oder E gedrückt hältst. Warum kommt jetzt dieser Hinweis? Ja, schnaufte nur. Ich wollte eigentlich nur eine Batterie finden, ne? Ach, da stinkt's. Batterie, da ist sie schon. Yay! Was ist die Tür jetzt zu? Fuck. Ah.
Oh weia. Oh weia. Oh weia. Oh weia. Das ist schlimm. Oh je, mine. De ja da dülü. Mfühl dülü. Scheißendreck. Aha. Da haben wir deine Hand im Klo. Das mit dem Händewaschen haben die falsch verstanden. Witness. Der steht sicher auf. Guck, guck. Klopapier. Oh Gott. Aber keine Batterie, ne? Machen wir sie vielleicht wieder zu. Zu. Psst! Jetzt sei laut! Du Gugelhupf! Vielleicht sollte ich aufhören mit dem Schleichen. Mit dem Kriechen. Halt wieder zumachen. Hallo. Servus. Was haben wir da? Oh, Tastatur. Da können wir was machen. Kamera, okay. Sonst ist da nichts. Auch keine. Vielleicht sollte ich mal das filmen. Nö, zahlt sich glaube ich nicht aus, ne? Hier ist ja auch nichts drin, ne? Oh doch? Verstecken? Gut zu wissen. Werde ich alles vergessen. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn da für teuflische Teuflischheiten? Man sollte vielleicht auch hier auf die Kamera schauen. Da ist sicher irgendwas. Ziel, starte den Generator im Keller neu. Fuck! Hallo! Servus! hallo! Hey, das war mein Arm? Daylight, ab in den Schrank, ne? Ich versteck mich mal. Verstecke dich im Schrank, versuche nicht zu kämpfen. Kannst du das nicht früher sagen? Ja, und jetzt? Hau ab! Und jetzt? Darf ich wieder gehen? Ist es schlau, jetzt zu gehen? Die Tür eingetreten, ne? Gut. Kann man hier kameratechnisch, ist da schlau was zu machen? Wahrscheinlich nicht. Das sind so Dinge, das muss man wissen tun. Ja. So.
Ist hier unterlagentechnisch irgendwas dabei nicht? Wir müssen jetzt ja zum Keller, ne? Also hier lang. Naja, jetzt ist wenigstens die Tür davon. Die war ja offen, ne? Sauber ist das, echt. Da haben wir den Keller. Die Klospülung. Okay, ich brauche die Kamera aber nicht. Ah. Ein Leck. Wasser. Schön. Ich mag das nicht, wenn Keller überflutet sind. Eine Batterie zufällig? Warum hat der eine jetzt da hier das Licht ausgemacht, der Gugelhupf? Was ist das? Eine Akte! Jawohl! Und dann würde ich sagen, wir ducken uns wieder. Ich stelle mich mal hier hin, irgendwo, da vielleicht. Da hoffen wir, dass mich keiner sieht. Mach die Kamera aus und wir lesen. Dokumente. Mkuldra. Sia. Mord unter Hypnose. Mkuldra-Programm. Zita. Dokument Nummer 190691. S1. Auszug. An Akte. Betreff hypnotische Experimente und Forschung. Vom 10. Februar 1954. Ja. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung in Gebäude 13 im Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt, das ist natürlich super. Erstens, es wurde eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Fingerzeig, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Percy, ne? Fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Percy wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Zweitens, Miss Percy führte diese Anweisungen genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Prima. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Percy wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber in wachem Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall verhemmt ab. Prima. Großartig. Großartig. Ist da hinten noch was? Ich hätte gerne eine Batterie, bitte. Eine Batterie. Jawohl. 4 von 10 haben wir schon. Ist das gut? Ich hoffe, dass das gut ist.
So. Ba 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 da bam. Ba da ba da bam. Ba. Ba ba da bam. Drücke Leertaste, während du dich auf dem Hindernis zubewegst, um darüber hinwegzuspringen. Na, das kann ich gleich anlassen. Who's there? Schon wieder jemand. Ich muss die Batterie ein bisschen mehr ausreißen. Schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Die beiden Gaspumpen, okay. Auf jeden Fall, der eine Kerl ist noch da, ne? Ja, da brauche ich gerade die Kamera. Gaspumpe, Gaspumpe, Gaspumpe. Du Gaspumpe, wo du sein tun. Diese Irrenanstalten immer, ne? Immer das perfekte Gebiet für Wahnsinnige, für Horrorgeschichten. Ja. Was ist das hier? Da werde ich wieder verrecken. Ich nehme mal an, dass man da bei der Tür raus muss, ne? Ist das eine Gaspumpe da? Eine Batterie wäre auch cool. Würde ich nicht mal Nein sagen dazu. Bist du jetzt sowas? Da vorne ist eine Batterie. Ach, hier! Psst, jetzt so laut! Du Kasperl! Der macht immer einen Krawall, ne? Ja, sein Herz schlägt so wie meins. Nur dass man seines hören kann. Oh, Scheiße. Ich hab grad Angst, Licht zu machen. Da macht was kaputt. Ich habe keine Ahnung, ich traue mich gerade nicht. Er geht auf alle Fälle.
Schmerz, wieso verrecken? Da vorne ist er, ne? Dann geht er im Kreis herum. So im Kreis herum. Ich habe keine Ahnung, wo der Kerl jetzt ist. Ich höre gerade keine Schritte. Entschuldigung, dass ich so leise bin, ne? Und wenig was sagen tue, aber ich will das gerade schaffen, ne? Bleib unten, Alter. Ich hab halt keine Ahnung, wo der ist. Man hört irgendwas plätschern. Riskieren. Wow. Da drüben hatscht er. Ich muss warten, bis ich Wassergeplätsche höre. Alter. Geht er im Wasser? Er kommt wieder her. Fast nicht, ey. Ich sehe gerade nichts. Ich hatte gehofft, dass ich ihn sehen kann, ne? Boah, ey. Alter.
Ich glaube, der schnappt mich gleich. Oh Mann. Leckarsch, ey. Ich weiß nicht, wie ich machen soll. Ich muss vielleicht seine Bewegungen studieren. Ist da drüben drauf. Voll konzentriert. Ich hab grad keine Ahnung, wo der Saukerl ist. Genauso wenig weiß ich jetzt. Habe ich gerade mit dem Dings und so drücke R, um die Batterie aufzuladen. Ich weiß, ich sehe gerade gar nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Au. Wie kommt der jetzt nach? Ja, ich bin zu so hin, ne? Ja, ja. Wie komme ich weg? Ich habe keine Ahnung. Ja, okay, das Eck war nicht so schlau ausgewählt. Er hat es für mich quasi dann. Das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, den Part zu beenden, ne? Ich habe schon wieder Orientierungsprobleme. Ah, ich weiß schon. Ja, jetzt ist die Frage, ob... Wahrscheinlich muss ich jetzt, darf ich auch alle Batterien wieder suchen, ne, die wir schon hatten. Weißt du was? Wir beenden hier den Part. Wir werden hier den Part beenden. Würde ich vorschlagen. Und im nächsten versuche ich das hier auf die Reihe zu kriegen. Ja. Na gut, ihr Lieben. Ja, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen dieser, ja, dieses Umstandes hier. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!